Bayern-Präsident Herbert Hainer macht eine Ansage an den FC Barcelona und an den Trainer Xavi. Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass Xavi in letzter Zeit öffentlich ständig an Joshua Kimmich baggert und versucht, ihn zum FC Barcelona zu holen. Und das ließ jetzt eben der FC Bayern München in Form von Präsident Hainer nicht mehr auf sich sitzen und macht eine Ansage in Richtung Spanien. Alles dazu und was er da im Interview bei Sky alles so sagte, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, aber was sagte jetzt eigentlich Bayern-Präsident Herbert Hainer in Richtung dem FC Barcelona? Grundsätzlich sagte er, bevor er die Ansage machte, dass er Xavi als Fußballer exzellent fand und ihn auch super gerne immer hat spielen sehen. Er hat auch großen Respekt vom FC Barcelona, aber er versteht eben nicht, warum sie öffentlich ständig an einem unserer Spieler baggern. Und damit ist natürlich Xavi gemeint und der Spieler Joshua Kimmich. Denn der Xavi, der sagte in der letzten Zeit öfter, einfach öffentlich in einem Interview, dass er Kimmich super finde, dass er Kimmich liebt, diese Spielweise super zum FC Barcelona passen würde und er ihn gerne in seiner Mannschaft hätte. Auch Robert Lewandowski, der empfohl einen Wechsel in Richtung nach Katalonien. Aber dazu sagte eben Herbert Hainer ganz klar, Joshua Kimmich ist ein absoluter Fixpunkt bei uns. Er ist ein Leader, er ist unser dritter Kapitän, er hat schon so viele Titel mit uns gewonnen und wird auch noch viele Titel mit uns gewinnen. Er sei ein fester Plan für die Zukunft, die Mannschaft wird um ihn herum aufgebaut. Ja, und da muss man schon sagen, das waren ziemlich deutliche Worte in Richtung Barcelona. Man hat hier gar keine Ambition, Kimmich gehen zu lassen, auch über die Kimmich-Kritik, die in letzter Zeit immer wieder aufgefacht ist, die kann er nicht verstehen. Er sagte, Kimmich spielt Weltklasse, er spielt überragend. Und klar hat jeder Spieler mal kleine Formschwankungen dabei, aber nur wenn eine Phase mal nicht so gut ist und er nicht komplett in jeder Sekunde glänzt, heißt es, dass ein Spieler sozusagen schlecht oder überbewertet ist oder sonst irgendwas. Er weist also auch diese Kritik an Kimmich, die immer wieder jetzt entfacht ist, massiv zurück und stellt sich damit natürlich auch vor den Spieler. Und die Barcelona-Gerüchte oder die Barcelona-Annäherungsversuche, die weist er hier ganz, ganz klar zurück. Wie seht ihr das Ganze? Eure Meinung zum Thema? Gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.